Hallo und herzlich willkommen im aktuellen Video. Im heutigen Video machen wir einen Pizza-Leberkäse aus dem Dutch-Ofen. Nicht irgendeinen Dutch-Ofen, sondern den emaillierten von uns von Grillschweine. Warum nehmen wir einen emaillierten? Der emaillierte ist innen drin beschichtet. Ich zeige euch das mal in der Kamera, wie es ausschaut. Durch diese Emaillierung hat er natürlich eine sehr, sehr glatte Oberfläche, dass die Sachen nicht so leicht anhaften. Und wir wollen, dass der Pizza-Leberkäse sich schön löst und dass wir einen schönen Pizza-Leberkäse-Kuchen haben. Was brauchen wir da alles? Einen schönen Schweinenacken. Jetzt wollen wir einen Pizza-Leberkäse machen und da geben wir eben noch Zwiebeln mit rein. Dann nehmen wir noch ein paar Schinkenwürfelchen bzw. Schinkenstücke. Schöner Käse, der auch noch mit reinkommt. Dann nehmen wir noch Knoblauch, Paprika ist noch mit drin und schauen wir uns. Gewürzmischung haben wir auch. Der ist ein bisschen angelehnt an Magic Dust. Ist vor allem Paprika, das ist Rohrzucker, Salz, Gewürze. Das geben wir mit rein. Und dann haben wir noch, da haben wir noch ein bisschen Öl, brauchen wir dann, um unseren emaillierten Dutch-Ofen einzuölen. Und dann haben wir hier noch Eis. Was müssen wir jetzt machen? Wir müssen jetzt unser Fleisch in Würfelchen schneiden. Wir nehmen jetzt unser Fleisch. Das packen wir hier rein. Deckel machen wir drauf, weiß noch nicht genau, was passiert. Genau, jetzt geht es erstmal darum, das relativ grob zu machen. Was wir jetzt auch schon machen können, wir können jetzt auch schon die Zwiebeln schon mit reingeben und unseren Knoblauch. Vorteil ist, wir das jetzt schon mit reingeben, die haben eine gewisse Festigkeit. Ja, also ich habe es schon ein bisschen mehr zerkleinert, also es schaut schon relativ gut aus. Man sieht allerdings unten, bildet sich jetzt eben schon das Brät. Deswegen muss ich jetzt auf jeden Fall meine Eiswürfel mit reinmachen. Und dazu gebe ich auch gleich meine Gewürzmischung und dann eben auch eine gute Menge an Salz. Und Oregano für den Pizzageschmack, auch da gleich jetzt was mit rein. Ja, und ich würde sagen, es ist vollbracht. So schaut das Ganze nun aus. Halt mal in die andere Kamera. Also ist natürlich recht schwergängig, muss man echt sagen, aber wie gesagt, wird sich lohnen. Jetzt nehmen wir unser Brett und packen das dann hier gleich rein. Doch vorher erstmal unser Öl, oh, gute Ladung. Nehmen unser Küchengrepp, was ich hier hatte. Damit ölen wir jetzt schon mal die Innenseite ein. Okay, also jetzt nehmen wir unser Brett und packen das hier mit rein. Brät ist drin. So schaut das Ganze nun aus. Und da geben wir jetzt die weiteren Zutaten mit hinzu. Wir haben unsere Paprika, haben unseren Käse, unseren Schinken, unsere Pilze. Ich habe jetzt natürlich auch meinen Pizza-Leberkäse so gemacht, dass er viele weitere Zutaten enthält. Das heißt, der ist nicht so direkt brätlastig. Ihr könnt natürlich auch weniger reinpacken. Auch das ist wieder, kommt es immer drauf an. Das Ganze jetzt schön vermengen und am sinnvollsten ist halt, wenn ihr das dann auch schön glatt sieht. Das ist unser Endresultat. Et voilà, so sieht das Ganze aus. Ich werde auch zu Beginn meinen Deckel mit draufpacken. Warum? Ich möchte eben vermeiden, dass er oben zu dunkel wird. Das heißt, jetzt erstmal mindestens eine Stunde mit Deckel da rein. Und jetzt ab in den Big Green Egg. Und rein da. Et voilà. Ja, die erste halbe Stunde ist vorbei und das heißt, ich werde jetzt auf jeden Fall den Deckel schon mal aufmachen, dass das Wasser besser verdampft. Der Leberkäse ist fertig. Jetzt holen wir uns raus. Brötchen habe ich schon vorbereitet. Holen wir das Prachtstück mal raus. So sieht der Leberkäse jetzt aus. Traumhaft, würde ich sagen. Also so sieht das Ganze aus. Ich weiß nicht. Oh doch, der geht raus. Der geht gut raus eigentlich. Ja, sehr schön. Ich würde sagen, wir machen mal einen schönen Anschnitt. Oh ja. So sieht der Leberkäse aus. Also riecht schon, erinnert mich so ein bisschen an meine Berufsschulzeit, weil da gab es immer einen Pizza-Leberkäse beim Hausmeister. Käse, geil. Extrem lecker. Mega, mega lecker. Ich muss sagen, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich bin sprachlos. Der schmeckt so hammergut. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich besser machen würde. Also wirklich wie so ein kleiner Pizza-Leberkäse-Kuchen. Ich mache mir jetzt mal ein Brötchen. Das habe ich mir verdient. Und dann gibt es ein leckeres Abendessen. Ich sage vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn ihr auch so einen schönen Dutch-Ofen haben wollt, bei uns auf grillschmein.de im Onlineshop, da könnt ihr den einfach bestellen. Emaillierte Version, wie gesagt, kann ich empfehlen. Ihr kriegt ihn halt ultra leicht sauber. Ihr habt da kein ewiges Rumhantieren, müsst nichts groß einölen. Wischt ihn einfach schön aus und dann ist es sauber. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.